Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei Pokémon GM. Das ist ein PvP, seine Hand. Wir haben heute auch eine Community-Camera. Hi! Hallo! Könnt ihr alle mal reinwinken, weil wir ein paar mehr sind. Wir waren gerade auf dem Pre-Release und jetzt sind wir hier in unserer absolut luxuriösen Suite und nehmen die Openings auf. Übrigens, dazu kommt eine Roomtour noch bei uns. Ja, könnt ihr, also, die darf ich? Ja, ist mein das, Video? Nein, okay, darfst danke, du nicht, danke. Nein, darfst du nicht. Also, wir machen heute eine Hälfte von einem Display von Teams sind Trumpf auf, ja, mit den guten Card Buddies, bei denen es auf dem Kanal auch noch einen Vlog geben wird, ja, zu dem Pre-Release. Also könnt ihr die Jungs auf jeden Fall, ihr kennt sie und eigentlich eh Stefan, schon. Stefan, wo ist denn der das? Den haben wir schon bei den Card Buddies aufgenommen. Ah, super! Ja, ja, wirklich. Das echt? Video gibt es auch schon bei den Card Buddies, aber bitte guckt erst das an, bevor ihr das Video von den Card Buddies anklickt und dadurch guckt. Oh, super. Ja? Also, der PvP sind da, der Sascha sind da und der Dennis sind da. Und mit denen machen wir jetzt das Display. Oder der Dennis darf jetzt mit öffnen, weil der PvP hat. Der Sascha hat ja schon bei den. Ich sag immer PvP. Das ist schrecklich. Ich werde es nie wieder rausbekommen. Das hat sich so eingebürgert. Der Sascha hat ja bei sich auf dem Kanal schon die ganzen Booster aufgerissen. Deswegen wird er jetzt hier ausgeschlossen als Zuschauer. Na, und würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Also ein paar coole Karten gibt es in dem Set. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, oder viele von euch wissen mittlerweile, dass es bei Teams sind Trumpf um Teamkarten geht. Um Tag-Team-Karten. Nein. Doch, ist wirklich so. Sind teilweise ein paar coole dabei. Was sie neu gemacht haben, ist, dass es zwei Full-Art-Versionen von den Tag-Team-Karten gibt. Und ich will natürlich die Full-Art-Supporter wieder aus dem Set haben. Und da gibt es eine ganz tolle, eigentlich drei coole. Die Jasmin, oh, wir haben Pandago, non-holo rare. Die Jasmin Full Art will ich haben. Du darfst das nächste Pack nehmen. Die Jasmin Full Art, die Erika Full Art und die Sabrina Full Art. Die sind ganz in allen drei sehr, sehr Rocco gut ist aus. Hier noch drin. Rocco ist auch wieder drin als Full Art, echt? Mhm. Cool. Wasser, Schillock. Alles? Alles. Pupitar. Pokémon Kommunikation, Hornliu, Skalück, Dratini, Zorua, Anton, ein Alola Slimer und die Rare ist ein Alola Geowatz. Wieder unverschämte Energiekosten. Guck mal. Wow! Für 190 Schaden lege zwei Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Ja, gut, ne, kann man halt mal machen. Fünf Energien. DC ist ein bisschen verschwendet, aber. Läuft. Nächstes Booster. Schauen wir das mal hier ein bisschen runter. Und gucken wir mal. Also wie gesagt, nicht vergessen, bei den Card Buddies vorbeigucken. Könnte man nicht die super Antriebsenergie da drauf spielen? Was macht die? Bringt 4 Energien. Echt? Mhm. Wow. Phase 2 Pokémon. Naja, vielleicht. Das ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. Nidoran weiblich haben wir hier, ein Pampam, Voltoball, ein Klavion. Soll ich schon Klavier sagen? Shiggy Reverse Holo und die Rare ist. Bildanalyse als Holo. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Holo-Trainerkarte drin ist. Was macht die denn? Ja, Erika ist auch eine Holo-Trainerkarte. Ach ja, stimmt. Natürlich. Logisch. Habe ich wieder vergessen. Schau dir die obersten 7 Karten deines Decks an. Du kannst bis zu 2 Trainerkarten, die du dort findest, deinem Gegner zeigen und auf die Hand nehmen. Mische die anderen Karten zurück in dein Deck. Ja, okay. Ist okay. Aber sieht auf jeden Fall toll aus. Ah, die können wir hier mal liegen lassen, die Holos. Weißt du, was wir noch finden müssen bei uns in der Suite? Dinge. Klavier. Ein Klavier? Ja, wir haben einen Kamin. Dann können wir ein Kannst Klavier. Du Klavier Achso. spielen? Nee. Kannst du nicht, dann machen wir auch kein Klavier nicht. Ja, dann. Was wollen wir denn mit dem Klavier in einem Hotelzimmer, wenn du nicht Klavier spielst? Das ist kein Hotelzimmer, das ist eigentlich. Warum reden wir über Klaviere? Ja, Duokles, Mauzi, Alola Kleinstein, ein Slimer, ein Topsy, Bronzel. Wieder so ein bisschen ASMR. Mhm. Elektroball. Und ich habe einen Hit, Achtung, Latias. Latias und Latios Gigs. Tag Team. Schöne Karte. Schick. Eine von 4, die wir ziehen heute. Ja, Dennis hat predicted, wir haben hier in der Hälfte 4 Hits. Das glaube ich nicht. Ich würde mich mit einer Full Art Erika schon zufrieden geben. Aber naja, man kann sich ja nicht aussuchen. Man muss da ein bisschen hochstecken, gell? Bitte? Ja, man muss seine Ziele hochstecken, das stimmt natürlich. Also dann predikte ich 10 Puls. 10 GX-Puls. Ein Rücksende-Etikett. Ein Kangama, ein Cosmowurm. Da haben wir einen Alola Kleinstein. Ein Bronzel, ein Dratini, ein Tentacha, ein Ponita. Ein Tauros Reverse Holo und die Rare ist ein Lapras. Non-Holo Rare. Wäre schön als Holo-Karte. Kommt mir irgendwie so vor, als hätte ich es schon mal gesagt, aber wäre schön als Fotokarte, aber ist es halt leider nicht.
Sterniers. Machen Sie bitte auf, die Booster. Meinst du? Ja, machen Sie. Naja, nachdem die Pre-Releases nicht so gut waren, oder? Wir haben das Feld von hinten aufgerollt. Ja, ja. Abgeschnitten haben wir alle super, ne? Ja, wenn man es von hinten sieht oder von unten. Kommunikation und ein Alola Kokowai. Geil. Also wir waren in einem Drittel gut vertreten, das muss ja, man sagen. Ja. Ne? Man muss halt wirklich sagen, wir sind selten so viele auf einem Pre-Release und wir haben selten so schlecht abgeschnitten auf einem Pre-Release wie heute. Und ich denke, wir haben wirklich von Platz 24 weg bis auf 15 einfach alle Plätze belegt. Upsi, ach der Code. Danke, Dennis. Das hätte mich fast Geld gekostet. Ja. Pflanzendisk. Haben wir ein Kukuna, ein Galoppa, Alola Slimer, haben wir Punita, Cosmog, ein Voltubal, ein Shiggy, ein Reverse Hololapras. Du hast ein Hololapras. Ja, 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 so irgendwie halt. Ne? Und die Rare ist ein, oh, oh, ein Holo Gyarados. Manche tauschen dafür sogar eine Pre-Release Glurak-Karte. Hört man? Hört man und hat man auch schon gesehen. Klingt komisch, ist aber so. Ist ein ne? Pull. Ist ein Pull, ach ja, stimmt. Wir 70 haben Euro wohlgemerkt. 70 Euro Pull, ja. Gyarados darf man nicht unterschätzen. Absolut nicht. Absolut nicht. So, jetzt haben wir hier vielleicht was Geiles. Kokuna sieht so ein bisschen shiny aus. Dicke hab Polster, ich vorher auch schon gedacht. Krüppuk, Taubsi, Gramoklis, Nidoran, Karpador, Pfiffchen, Bertaniawald und ein Mimigma. Nicht so toll. Bertaniawald sieht hier schön aus. Aber es hat auch. Also die Lina könnte jetzt ein Lied anstimmen. ja, ne? Vier nach vorne. Auf einmal an mit einer Feuerenergiekarte. Ein Porenta. Ein Alola Georok. Rokkos Durchhaltevermögen. Ramokles. Ein Tauboga. Nidoran. Ein Cosmog. Ein Carvador. Ein Reverse Holo Parasect. Und Leute, wir haben was. Wir haben ein. Und. Pantimos. Holy shit! Guckt euch mal. Oh, es ist off-centered. Oh, Scheiße! Wow. Also. Man soll ja normalerweise an den schwarzen Rändern schneiden, hier eigentlich nicht, aber sie haben es ganz gut geschafft, muss man tatsächlich sagen. Oh, ist ein Reprint des Pantimos oder nee, ist es ein neues? Das ist mit geraden Zahlen. Nee, ungeraden so. Zahlen. So. Und das andere war mit geraden ja. Zahlen. Genau. Ah. Pantimos. Ja, okay. Willst du jemand mal angucken? Ja. Einmal durch die Runde. Einmal das. In der Zeit bisschen. Weißt du, man das nicht machen könnte? Eine Missgestalt. Die Big Brother Cam. Ne? Die Big Brother Cam, ja. Wer wird heute rausgewählt? Stimmt jetzt in den Kommentaren. Das ist ja auch mal. Wir gehen einfach mal eine Woche lang. Durkles. Und das ist unbezählbar. Shiggy. Na, der Geräuschpegel ist sehr, sehr hoch hier. Wir haben ein Paras. Gladiantri. Elektroladegerät. Oh. Und. Oh. Despotar Holo. Okay, ich dachte, das wäre was. Ja, wir haben hier leichte Stammtischstimmung teilweise. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man versucht mit. Wie viel sind wir hier? 12. Mit 12 Leuten in einem Raum ein Video aufzunehmen, dass alles still ist. Unmöglich. Michi puncht hart auf seine Oberschenkel ein. Ja, man sieht es leider nicht in der Kamera. Das ist aber es war ein toller Anblick. Das ist doch ein toller Anblick. Ich kann ja mal die Kamera holen und das mal kurz einfangen. So, nächstes Booster. Fangen wir mit einer Blitzenergie an. Galoppa. Da haben wir ein Mädchen. Ein Mädchen. Yasu. Ein Typ. Pfiffchen. Nidoran. Weiblich. Pampam. Voltubal. Klavion. Haben wir überhaupt bisher schon Glurak gezogen? Non-Holo-Rare? Dratini. Wow! Oh! Yes! Ich hab's! Yo! Holy shit! Awesome! Das war jetzt wieder. Gut. Das war der Hit des Tages. Hit des Tages. Ohne Scheiß. Oh, die sieht auch mega gut die sieht aus. Halt mega gut aus, die Karte. Guck mal, die hat auch noch winzig kleine Partikel da noch überall dabei. Guck das mal an. Wow, shit! Will jemand ich gucken? Ich vorher. Lass erst den Dennis. Einmal durch die Runde und nachher ist oh mein Gott. Oh, dann würde ich sagen, ziehen wir gleich die nächste, oder? Ja, komm. Dennis, hau gleich nochmal eine Erika raus. Oder eine Jasmin. Da muss ich sie mir nicht mehr ertauschen. Hier hast du eine. Bitte. Danke. Ja, what's up? Illeteba. Ein Paras, ein Ponita in Reverse. Und die Rare ist ein Pandago. Wir haben noch gar keine Prisma gezogen. Stimmt. Tatsächlich. Ist gut, dass wir keine ziehen, weil die sind eh scheiße. Ja. Prisma haben wir auch noch keine gezogen. Aber das Shaman finde ich ganz cool. Ja, Shaman ist stark.
So, der Code kommt wieder weg. Das sind nur meine Codes, die hier liegen, oder? Das ist alles dir. Ich habe okay. Unser weg. Achso, ja. Okay, gut, dann passt. Nicht, dass wir hier noch was durcheinander mischen. Wäre schrecklich. Das wäre schrecklich. Also, eine Unlichtenergiekarte. Galoppa. Ein Rücksendeetikett. Da haben wir einen Kangama. Wer hat die Karte fast runtergeworfen? Ja, die Ecke hat nur. Das sind die Ecke ab jetzt, aber. Aha. Ich töte euch, wenn ihr mir die Karte zeigt. 600 Euro Karte ist halt. Er hat aus Versehen eine Ecke abgeschnitten. Upsi. Außer sind in die Kloschüssel gefallen. Hoppala. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nichts. Na wohl nur. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es war nichts. Aber hey, ein Pull müssen wir noch ziehen. Dann haben wir die vier Pulls und dann. Da ist ja wieder die tolle Erika. Guckt sie einfach super. Da hat sich's doch gelohnt. Ich bin entzückt. Ein Pool noch und dann. Deine Wortwahl passt zum Zimmer, gell? Ich bin entzückt. Entzückt? Ja. Dragonier, Paras. Ihr müsst euch unbedingt den Blog anschauen, Leute. Illezeba, Shigi, Hentaha, Bronze und ein Grifelde. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Hässlicher Vogel. Schade, dass hier kein Smogmog in dem Set drin ist. Smogmog! Da hast du da eins. Wo ist ein Smogmog? Ach, da ist ein Smogmog. Ja, guck mal. Smogmog. Dörfsmogmog. So, Code legen wir wieder weg. Vier nach vorne. Mensch, die werden sich morgen auch fragen, was wir hier für Müll produziert haben, wenn die Putze hier sauber macht. 10.000 Booster. Weißt du, hier sind wahrscheinlich sonst Partys schon geschmissen worden und dann. Aber sowas ist hier wahrscheinlich noch nicht vorgekommen, dass hier eine Karten-Opening-Ohr hier stattfindet. Mit 12 Leuten. Oh Gott. Hantel, Hantel, Reverse Holo, die Rare ist ein Panzereron. Lass mal bei so einer Rare auskasten. Wow! Panzereron, oh mein Gott! Geil! Gibt's irgendwelche Wünsche? Sabrina Vollard. Ach ja, gleich die teuersten Karten, gell? Ja, klar. Kriegst du halt auch nicht. Man muss seine Ziele hochstecken, hat mir mal jemand verraten. Ja. Ponita. Wer war das denn? Alola Slimer. Cosmog. Irgend so ein kleiner Typ mit Dauerwelle. Nobilikat und ein Kabutops. Kabutops. Geil zu beschreiben. Zwei Booster haben wir noch. Ein Gengar. Das Raping Gengar. Raping Gengar. Das ist auch gut. So. Vier wieder nach vorne. Vorletztes Booster. Letztes Booster für mich. Also fast Last Pack Magic, kann man eigentlich sagen. Ein Ammonitas, fangen wir an. Dann ein Edelsaat. Sieht aus wie eine Sonnenblume. Sabrinas Vorschlag. Haben wir es schon, aber ist halt falsche Version, ne? Alola Slimer. Ponita. Ein Voltilam. Glumanda. Ein Gramokles. Ein Reverse Holo Pinsir. Und die Rare ist ein. Oh, ein Durengard Holo. Boah, ist ganz okay. Kann man mal lassen. Das ist eine schöne Holo. Das heißt, ich muss jetzt den Pull raus. Du musst jetzt den letzten Pull, also kann ich jetzt nochmal irgendwie was. Wir haben halt was, so eine tolle Full Art, wäre noch irgendwie schön zu sehen. Irgendwie. Wenigstens mal zu sehen, ne? Wenigstens mal zu sehen. Shillock. Doch. Einmal Celebi. Einmal. Ja. Aber das war das die Alternative. Das war die Alternative. Alternative Full Art. Celebi und Bisaflor. Hat die hat jemand gezogen? Ja, als normale Full Art. Bibor. Bibor und die letzte ist. Pinsir. Käfer. Ja. Oh. Ja, also alles in allem, denke ich mal, kann man sich trotzdem nicht beschweren. Wir haben relativ gut gezogen für die erste Hälfte vom Display. Ja. Die zweite Hälfte vom Display gibt es dann bei den Card Buddies. Also jetzt könnt ihr klicken. Unten in der Videobeschreibung ist der Link, in der Endcard ist der Link. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst wieder. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.